Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir haben mit der letzten Mission die rote Wüste durchquert, sind jetzt aber wieder zurück, um erstens Quests abzugeben und zweitens noch ein paar andere Sachen zu machen. Zum Beispiel die heilige Stätte der Onyxbucht suchen. Und um uns nach Urias Männern umsehen. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Gut. Wir müssen wieder Verteidigt euch! Ussakaat hauen. Kämpft! Der jetzt Level 36 ist, also ein bisschen ernster macht. Zurück mit euch! Da sollten wir mit unserem Level 36 aber auch gut gegenhalten Kämpft! können. Ja, währenddessen will ich mal kurz gucken, wie viel Geld haben wir? Oh, schon eine beträchtliche Menge. Gut, gut. Gut für heute. Kämpft! Nein, aufhört. Au, au, au. Das war nicht so geplant. Zeit zu sterben! Geh weg! Kämpft! Zeit zu sterben! Ich glaube, ich kann laden. Oder? Nö. Gut. Kann ich dich jetzt anklicken und mit dir reden? So, genug für heute. Ihr habt gut aufgepasst. Nicht alle meine Schüler haben so schnell gelernt. Deine Verteidigung ist besser geworden, aber du bist immer noch zu langsam. Doch mit nur ein paar Tagen mehr Übung bist du bereit für die nächste Lektion. Danke, Freund. Wir sehen uns wieder. Gut. Ein bisschen Erfahrungspunkte erhalten. Also mit dir hast du sowas zu sagen? Ich sagte doch, kein. Ja, keine Vorstellung. Gut. Der ist uns feindlich gesonnen, also können wir hier nicht einfach so durch. Also müssen wir uns porten. Ja, die nächste Lektion wird dann wahrscheinlich ab Stufe 40 sein. Pyria Bazaar. So, jetzt ist die Frage auf dem Bazaar. Wer ist der Runenverkäufer gewesen? Müssen wir die Händler abklappern. Du verkaufst Runen. Die wir uns beim besten Willen nicht leisten können. Also ja, wie viel Gold haben wir? Wir haben noch 144 Silber obendrauf. Ach, nee, das wird nie im Leben reichen. Das warst du jetzt hier, gell? Ja. Ich könnte die Diamanten natürlich verkaufen. Den Rotwein könnte ich wieder verkaufen. Eine der Taschendiebstahlklauen könnte ich auch verkaufen. So.
Oh, ich könnte einen Haufen Zauber verkaufen. Aber halt, die ihr seid es wieder, seid ge- Mit dir will ich nicht gratis, sorry. Du bist Metallmagier, also Metallmagie. Wäre alles das hier. Ja, da kommt definitiv jetzt mal Wasser Gold zusammen. Du bist ein Rüstungshändler. Du warst ein Metallmagiehändler. Gut. Du bist Todesmagie. Also Schwarzmagie meine ich. So. Wir selber benutzen das ganze Zeug nicht. Jetzt müssen wir den Elementarmagier finden. Der ist wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite. Hier sind noch zwei Händler und hier sind noch fünf. Ah, hier eine Menge Händler. Mal gucken, was diese noch alles verkauft haben. Du bist auch Todesmagie-Händlerin? Okay. Du bist Metallmagie-Händlerin. Ja, gut. Für euch wollten wir eigentlich nichts kaufen. Du verkaufst weiße Magie, oder wir... Weiße Magie ja eigentlich außer Leben nichts benutzen. Mit dem Charakter und wir nicht die Sachen zum anderen Charakter porten können. Ach, die beiden können auch weg. So. Sonnenlicht, ja. Also wenn ich schon genug davon hätte. Du bist auch Marken. Heimagie, also Lebensmagie-Verkäufer, so wie du. Ach, du verkaufst aber die Low-Level-Sprüche noch. Auch gut. Hier sind doch jede Menge Leute, die Sachen verkaufen. Könnt mir den Krieger theoretisch kaufen oder den Kämpfer. Aber nee, erstmal warten wir noch ab. Ich verkaufe erstmal unsere Reste. So. Du verkaufst auch Todesmagie. Also, man muss sagen, es gibt verdammt viele Händler. Hier. Metallmagie und du? Ausrüstung. Ja, gut. Die Rune müssen wir behalten für die Quest. Alles. Urholz. Ach, Urholz ist, glaube ich, eine Keule, oder? Ja. Beziehungsweise ein Stab. Den haben wir jetzt gekriegt, weil wir die Langfingerklaue haben. So, Onyxbucht. Nordkap. Nee, Onyxbucht Dorf ist näher. Dorf. Und ja, hier müssen wir hin, weil hier ist das Ding, was wir zum Erblühen bringen müssen. Sollten wir mit unseren Heroes eigentlich hinkriegen, weil... Ich bräuchte einen Ersatzschützen für ihn hier, der ist noch 16, ja.
Müssen wir dann doch mal noch bei den Pyria, bei den... Oder wenigstens einen Kämpfer, damit ich den Schützen durch den Schützen ersetzen kann, ja. Der Fischer wird auch doof gucken, weil er sein Haus verloren hat. Zölig hat er eine Aura der Heilung. Ja, ihn müssten wir dringend mal ersetzen. Dunkler Fluch. Feuerball. Schmerz. Die Rune befiehlt? Ja, er ist wirklich mal austauschwürdig. Wir haben auch wieder verdammt viel Zeugs. Hier. Sofort! Bereit! Auf mein Kommando! So, jetzt müssen wir nach da hinten. Folgt mir! Zurück können wir dann, wenn wir gepflanzt haben, mit dem Seelenfels schnell verschwinden. Da haben wir nämlich das hier auch schon mal hinter uns und müssen es nicht später irgendwann mal machen. Und wir können nach Urias Männern gucken. Auf mein Zeichen! Sofort! Und los! Auf mein Kommando! Vorwärts! Und ja, da werde ich mir überlegen, ob wir mal kurz einen Abstecher in die Stadt der Seelen machen. Sofort! Und los! Mir nach! Oder ob wir gleich den Rabenpass hochgehen. Auf meinem Befehl. So, hier sind die Dämonen. Auf mein Zeichen, schnell! Wir müssen sie ja zum Glück nicht alle töten. Und los! Zur Ehre Aonirs! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Ich habe keine Ahnung, was dunkler Fluch macht. Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Sie sind überall! Und los!
Weißt du, die zwei da hinten, die muss ich nicht unbedingt töten. Es reicht, wenn ich die hier töte. Schnell! Für die Freiheit! Und diese verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Ein Feuerball auf dem schmeißen ist vielleicht keine gute Idee. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Zu euren Diensten, Herr.